Herzlich willkommen. Unsere Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Letztes Auswärtsspiel der Saison. Die Pressekonferenz mit Adi Hütter. Adi, herzlich willkommen. Natürlich auch die Zuschauer der Eintracht-Medien und die anwesenden Journalisten. Und ich darf euch bitten, eure Fragen zu stellen. Roland Palmert von der Bild. Klassiker. Wie sieht es denn personell aus? Alles soweit an Bord, außer Schelzon und Marco? Hört man mich noch? Jetzt. Ja, bei. Bitte? Ja, das. Ja, aber war rot auch schon gefahren. bei Gonzalo Paciencia ist es so, dass er noch nicht so fit ist, wie wir uns das vorstellen. Deswegen wird er auch nicht im Kader sein. Mal schauen, ob es vielleicht für die letzte Woche danach noch ausgehen wird. Ansonsten ja, können wir wieder, wie gesagt, ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Julian Franzke, Kicker. Hütter, mal eine taktische Frage. Sie haben die ersten beiden Spiele nach dem Restart noch auf eine Viererkette gesetzt und dann mit dem Spiel gegen Freiburg auf Dreier-Fünferkette wieder umgestellt. Zur Winterpause hatten wir uns ja auch mal länger unterhalten und da klang das alles wahnsinnig schlüssig und hat ja auch gut funktioniert, diese Umstellung auf Viererkette. Warum ist jetzt das andere wieder das bessere Rezept? Weil seither läuft es ja auch. Ja. Zuerst haben wir mal nach der Vorrunde, wo wir aus diesen 7 Spielen nur einen Punkt geholt haben, einfach auch das Gefühl, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir was verändern müssen. Ich komme immer wieder auf den Satz zurück, am Anfang des Jahres oder schon vor knapp 2 Jahren, wie ich gesagt habe, wir müssen versuchen, variabel zu sein, flexibel zu sein. Ich denke, zu dem Zeitpunkt war die Umstellung 100% die richtige. Das hat ja auch die Ergebnisse gezeigt in Hoffenheim, dann die Spiele gegen Leipzig, Pokal gegen Werder Bremen, dass wir das richtig gut hinbekommen haben. Und jetzt ist einfach wieder die Situation da, dass wir umgestellt haben auf die Dreierkette, dass Makota auch wieder in der Verfassung ist und hat uns gut getan. Deswegen nochmal, wann es richtig oder falsch ist, das wissen wir oft nicht. Fakt ist, dass wir weiterhin versuchen, variabel und flexibel zu bleiben. Thomas Kirchenstein, Frankfurter Rundschau. Der Daichi Kamada ist ja nicht dabei. Wie wollen Sie die Kreativität ersetzen? Werden wir morgen sehen. Naja, wir haben natürlich Möglichkeiten. Auf der einen Seite, dass Miad auf der 10 spielen kann, dass wir vielleicht mit dem Dreier-Mittelfeld mit der Doppelspitze beginnen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber die lasse ich noch bis morgen offen. Fehlt uns natürlich, klar. Christopher Michel, Fußball-News. Herr Hütter, Sie haben gerade schon die Wichtigkeit auch von Makota Sebe angesprochen. 31 der 41 Punkte wurden mit ihm auf dem Feld geholt. Was macht ihn denn in so einer Phase auch aus und was macht ihn dann auch mit seiner Routine vielleicht so wichtig? Erstens ist er ein Spieler, der immer noch auf sehr hohem Niveau, auch in dem hohen Alter, noch Fußball spielen kann, ist, wie gesagt, immer noch ein Top-Profi. Das, glaube ich, zeichnet ihn auch aus, dass in den Jahren zuvor, dass er sich immer so professionell verhalten hat, dass er auch in diesem hohen Alter noch absolut mit hoher Qualität Fußball spielen kann. Er ist einfach ein Schlüsselspieler, was das Spiel mit dem Ball auch betrifft. Die Spieleröffnung von hinten, hat ein gutes Auge, hat unglaublich viel Routine. Sicherlich ein absoluter Schlüsselspieler. Und trotz allem, wir haben auch schon mit Makoto Spiele verloren, wenn ich an die Vorrunde denke, die letzten Spiele haben auch mit ihm verloren. Das heißt, er ist ein wichtiger Teil, aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir könnten auf ihn nicht verzichten. Deswegen, ich bin froh, dass er bei uns ist und dass er ein Jahr verlängert hat. Thomas Kirchenstein. Dann gleich daran anschließend, dann kommen Sie jetzt ein bisschen in die Bredouille. Hasebe zu stellen, den Dieker hat gut gespielt, Hinteregger will vielleicht wieder in die Mannschaft. Wie wollen Sie das lösen? Indem wir einfach rotieren wieder. Und das hat uns gegen Berlin auch den Erfolg gebracht, dass wir wirklich auf mehreren Positionen rotiert haben. Es wird auch morgen, das denke ich, vielleicht auch für euch eine tolle Geschichte, dass Frederik Renault im Tor stehen wird. Deswegen auch, weil ich
einfach aus Respekt ihm gegenüber, genau in der Phase, wo sich Kevin verletzt hat, hat Frederik unglaublich gut gespielt, hat eine Top-Trainingseinstellung trainiert, unglaublich gut. Habe das auch mit Kevin besprochen und wir sind alle einer Meinung, dass Freddy sich diese Chance auch verdient hat, von Anfang an zu spielen, weil er nicht nur ein sehr, sehr guter Tormann ist, sondern weil er sich diesen Respekt auch verdient hat. Und was hinten dann passiert, schauen wir mal. Ich bin froh, wenn ich die Qual der Wahl habe, um auch gute Spieler, die gespielt haben, auf der Bank einmal zu lassen. Roland Palmert. In Köln wird ziemlich Trübsal geblasen. Die haben keine gute Serie da jetzt gespielt. Ich glaube, 8 Spiele auf die Nuss gekriegt. Wie gefährlich macht es das? Oder ist es im Gegenteil wunderbar für die Einstellung oder für die Motivation ihrer Mannschaft? Grundsätzlich haben wir jetzt auch aus den letzten 5 Spielen 4 Siege geholt. Unser Ziel muss einfach klar sein, die beiden Spiele noch zu gewinnen. Wir haben hier zu Hause eine bittere Niederlage einstecken müssen nach 2-0. Die hat schon sehr, sehr weh getan zu dem Zeitpunkt. Wenn wir noch vorne angreifen wollen, vorne meine ich auf Platz 7, dann müssen wir einfach beide Spiele gewinnen. Deswegen ist dieser Spieltag auch sehr, sehr wichtig. Wenn natürlich Freiburg gewinnen sollte, dann hat sich eh schon erledigt vor der letzten Runde. Aber diese Chance möchten wir am Schopf packen. Und ob jetzt Köln diese Phase hat oder nicht, Schalke ist auch hierher gekommen mit 13 Spielen ohne Sieg. Und ja, ich möchte einfach, dass meine Mannschaft so auftritt, wie sie in den letzten Spielen auch ihre Leistung gezeigt hat. Thomas. Ärgert es Sie eigentlich im Nachhinein ein bisschen, dass so ein paar leichte Spiele, so leicht die Punkte hergegeben wurden, Union Berlin zu Hause, Paderborn in der Hinrunde? Was möglich mit wären Sie ganz dick dabei. Ja, nochmal, auf der anderen Seite hat niemand gerechnet, dass wir zu Hause Bayer Leverkusen 3-0 schlagen, dass wir Bayern München 5-1 schlagen, dass wir vielleicht in Hoffenheim gewinnen, dass wir in Wolfsburg gewinnen. Übers Jahr gesehen ärgert man sich immer wieder, da haben wir Punkte verschenkt, auf der anderen Seite haben wir da wieder Punkte geholt. In Summe muss man sagen, haben wir einige Punkte liegen gelassen, die wir eigentlich schon in der Hand gehabt haben, wie jetzt zum Beispiel speziell das 2-0 zu Hause gegen Köln, wo wir 4-2 verlieren. Ich denke auch die beiden Ausschlüsse in Freiburg und in Mainz, wo wir eigentlich 4 Punkte in der Hand haben, zum Schluss 0 gehabt haben. Also es gibt viele, in dieser Saison kann man auf viele Punkte zurückgreifen, wo wir es verabsäumt haben, Punkte zu holen. Aber trotz allem wenn wir beide Spiele noch gewinnen und wir haben einen einstelligen Tabellenplatz, da muss ich ganz ehrlich sagen, in 2 Jahren 104 Spiele absolviert und da 2-mal unter den ersten 10 zu sein, in diversen Halbfinales gewesen zu sein, da können wir trotz allem noch eine sehr ordentliche oder über eine sehr ordentliche Saison sprechen. Natürlich ärgern wir uns, dass wir ein paar unnötige Punkte liegen gelassen haben. Christopher Michel. Wenn man das sieht, Rückrundentabelle Platz 6, in der Nach-Corona-Tabelle sogar Platz 5. Sie hatten mal gesagt, es wurde etwas kritisch gesehen, es seien phasenweise Nuancen, die Ihrer Mannschaft gefehlt haben. Sind es denn tatsächlich Nuancen, dass man zwischen Platz 5 und Platz 9 landet? Würden Sie sagen, dass solche Mannschaften wirklich nur Nuancen unterscheiden? Ja, auf alle Fälle. Man muss ja nur auf die Punkteanzahl auch schauen. Wir reden hier von 5 Punkten. Jetzt habe ich Ihnen ein paar Punkte aufgezählt, wo wir die vielleicht verschenkt haben. Aber das könnten die anderen Vereine wahrscheinlich auch sagen. Wir haben letztes Jahr 54 Punkte gehabt und waren oder sind auch auf dem 7. Platz gerutscht. Ich weiß nicht, ob der 7. Platz heute 54 Punkte machen wird. Das wird sich nicht ausgehen. Deswegen ist es diese Saison ein bisschen andere wie die im letzten Jahr. Aber in Summe gesehen, ja, finde ich, was das Allerwichtigste war, auch nach Corona, wo viele schon geglaubt haben, jetzt kommen wir in den Abstiegsstrudel, wo wir mit dem respektvoll umgegangen sind, aber nie Angst oder Zweifel gehabt haben, sondern immer wieder die Überzeugung und das Selbstvertrauen gehabt haben, dass unsere Mannschaft die Qualität hat, hier rauszukommen. Und wie sie rausgekommen ist, muss ich sagen, alle Achtung. Und wenn Sie sagen, Platz 5 nach Corona, ist das schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Peppi Schmidt. Jetzt steht ja fest, Herr Hütter, wann das weitergeht mit dem Basel-Spiel, also zumindest in etwa. Wie schwer macht denn das die gesamte Planung jetzt? Also ich vermute mal, dass ihr in Urlaub geht nach dem Paderborn-Spiel und
Wie geht dann eine Vorbereitung auf dieses Europa-League-Spiel? Ja, zuerst ist jetzt einfach noch wichtig, diese beiden Spiele positiv zu absolvieren. Wir wollen, wie gesagt, unbedingt diese beiden Spiele gewinnen. Und dann werden wir die Jungs einmal in Urlaub schicken. Und dann werden wir uns dementsprechend auch auf das Spiel gegen Basel vorbereiten. Wann das genau ist, das werde ich Ihnen dann mitteilen, wann die Spieler das dann schon wissen. Roland Palmert. Ich hätte dazu doch noch eine Nachfrage. Theoretisch dürften ja im August Gelson Fernandes, Sie sagten, der könnte da wieder fit sein, oder Johnny de Guzman, bei dem man noch nicht weiß, ob er den Vertrag verlängert, theoretisch könnten die noch an Bord sein. Haben Sie darüber schon nachgedacht oder gibt es da schon die Entscheidung, nein, oder auf jeden Fall versuchen, die beiden zu halten? Es gibt ganz klare Absprachen, ganz klare Entscheidungen. Und deswegen werden wir auch mit diesen Spielern nicht mehr rechnen. Peppi, weitere Fragen? Jetzt mal eine Frage weiter, die mir meine Freunde, meine Eintracht-interessierten Freunde die ganze Zeit stellen. Wann verlängern Sie denn Ihren Vertrag? Oh. Vorzeitig. Können Sie da was sagen oder ist das so weit weg? Ich meine, Sie haben noch ein Jahr Vertrag, das wissen wir alle, aber wir wissen ja auch, dass es womöglich Gespräche im Hintergrund gibt. Schön, dass ihr so viel wisst. ich lese das ja auch, aber ich bin da immer einer, der sich zuerst immer mal aufs Wesentliche konzentriert und es ist einfach diese Meisterschaft so gut als möglich zu beenden. Dass wir uns zusammensetzen werden, ist ja kein Geheimnis mehr. Deswegen gibt es noch gute, intensive Gespräche. Fakt ist, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe. Fakt ist, dass grundsätzlich beide Parteien sehr gut miteinander umgehen können. Und Gesprächen steht aber nichts im Wege. Christopher Michel. Herr Hütter, Bas Dost hatte in der Corona-Pause angekündigt, er wolle jetzt nochmal richtig durchstarten, Schlüsselspieler werden. Naja, es stehen zwei Vorlagen und ein Treffer, jetzt ging Hertha davor, zwei Kopfballvorlagen. Wie sehen Sie ihn denn insgesamt jetzt nach der Corona-Phase? Sind Sie insgesamt gesehen mit ihm zufrieden oder ja? Ich glaube, über das ganze Jahr gesehen hat er natürlich auch immer wieder die Problematik gehabt, dass er in vielen Spielen einfach nicht zur Verfügung gestanden ist, weil er auch immer wieder verletzt war. Ich denke, das ist auch immer für jeden einzelnen Spieler schwierig, wenn er nie so richtig in den Rhythmus kommt. In Summe gesehen macht er es jetzt sehr, sehr ordentlich. Ich weiß, dass Bas auch mehr kann, dass er auch selber mehr möchte. Wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir diese Saison so gut als möglich über die Bühne bringen, dass er vielleicht in diesen beiden Spielen noch die Möglichkeit hat, uns mit Toren zu helfen. Ansonsten hat er natürlich auch, was seine Verletzung betrifft, auch sehr, sehr viel Pech gehabt. Ja, klar. Momentan ist er topfit sozusagen, also hat nicht mit Blessuren oder Wehwehchen zu kämpfen. Nee, nein. Peppi Schmidt. Ich würde kurz auf den Frederik Rönnung zurückkommen. Ist das ein, ich sage es ein bisschen provokativ, ein Abschiedsgeschenk? Er überlegt ja, woanders hinzugehen oder er hat überlegt vor Corona, weil einfach so ein guter Torwart nicht immer auf der Bank sitzen will. Oder haben Sie die Hoffnung oder den Wunsch, dass Sie weiter mit Trapp und Renault machen können? In erster Linie mache ich es nicht, dass es Abschiedsgeschenk ist, weil ich noch nicht weiß, wie die Zukunft dann mit Freddy ausschauen wird. Das hat rein etwas mit Respekt zu tun, dass ich auch gestern schon vor der kompletten Mannschaft gesagt habe, auch mit Kevin abgesprochen habe. Und wenn man sieht, wie sich die beiden gegenseitig auch schätzen, welcher Respekt und welches Vertrauen da ist gegenseitig, finde ich es einfach von meiner Seite die Idee, einfach richtig ihn spielen zu lassen, weil er einfach ein richtig guter Tormann ist. Ich habe zwei absolute Einser-Tormänner. Als Trainer kann man sich nicht mehr wünschen, als zwei Tormänner zu haben, wo jederzeit jeder in der Lage ist zu spielen. Und das hat etwas mit Respekt gegenüber von Freddy zu tun, was seine Leistungen betroffen hat und auch seine Trainingsleistungen sind sehr, sehr stark. Ja, ja.
Mal nachhaken, gibt es denn da eine Tendenz, ob er bleiben könnte, wollte? Weil dann, ich meine, so viel Zeit ist ja nicht, dann müsste er ja auch wieder einen anderen Torwart holen, und zwar einen guten. Ne? Ja, also man muss auch, auch immer die Seite des Spielers auch verstehen, wenn man auch das Gefühl hat, und er hat es auch hier bewiesen, und wenn man seine Entwicklung hernimmt, wie er vor 2 Jahren gekommen ist, und wenn man ihn heute sieht, dann hat er einfach einen Riesensprung auch gemacht, hat natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, wo er vor knapp 2 Jahren im Sommer gekommen ist. Dann haben wir Kevin geholt, und dann war es natürlich für Freddy sehr, sehr schwierig, aber in allen Spielen, die er nachher gespielt hat, hat er absolut überzeugen können. Er hat eine tolle Entwicklung gemacht, und man muss auch ihn verstehen, der Nationalspieler ist, dass er mit seiner Qualität auch natürlich spielen möchte. Ich als Trainer, natürlich sage ich, und alles daran setzen, dass wir ihn halten können. Jo, weitere Fragen? Ihr seid noch am Tippen? Ideale Fünferkette für morgen. Ja, genau. Müsst Peppi, glaube ich, für Libero, oder? Ja, klar. Der Erfahrenste. Die Junge 2 auf der Außenbahn. Ja, klar. Bitte? Ich kann den Leben noch nie in der Abwehr. Was ein Glück. Ja, mit Kopfball wird schwierig, gell? Nein, wir fahren heute Abend noch. Ja, wir essen noch hier und fahren dann anschließend nach Köln. Schlafen dort. Gut. In diesem Sinne. Schönen okay. Tag. Danke. Danke.